Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video möchte ich ungeplanterweise, weil ich wollte heute eigentlich den Sonnenaufgang fotografieren gehen, aber das Wetter hat mir nicht in die Karten gespielt. Es regnet. Von daher möchte ich heute mit euch zusammen mal ein Foto, was ich mir mal rausgesucht habe und auch schon veröffentlicht habe, nochmal bearbeiten, und zwar einmal mit Lumina AI und einmal mit Lightroom. Also den Vergleich mal schauen. Also ich werde es halt so gut es geht beides auf dem gleichen Niveau bearbeiten, nur halt hat Lumina natürlich ein paar Features, sage ich mal, die Lightroom jetzt nicht hat, und dann wollen wir uns mal das Ergebnis von den beiden Bildern dann im Nachhinein anschauen. Dafür gehen wir mal auf meinen Desktop. So, ich habe jetzt zuerst erstmal Lumina AI offen. Ich werde keinerlei Vorlagen oder sowas verwenden. Wir gehen direkt in den Bearbeiten-Modus und starten direkt mal unter Optik. Und zwar, doch, das ist ja hier. Den Rand entfernen brauchen wir nicht. Haben die das jetzt geändert oder was? Also sonst könnte man doch hier diese chromatischen Apparationen und sowas abschalten, einschalten. Nun gut, dann lassen wir das halt. Also das ist hier am Rhein entstanden, ne? Fernsehturm. Richtung Düsseldorf natürlich. Aber das habe ich ja schon, wie gesagt, schon veröffentlicht. Wir werden hier im Enhanced anfangen. Und zwar werden wir das erstmal ein bisschen pushen. Schauen wir mal. Ganz so stark nicht. Also so um die 50. Das ist halt jetzt ein direktes Feature, so was jetzt Lightroom nicht hat. Dann Himmel verstärken, schauen wir auch mal. Oh ja, da kommt doch einiges noch mal raus. Okay, aber ganz so stark wollen wir es nicht. Machen wir es mal auf 75. Dann machen wir weiter mit der Belichtung. Es kam hier auch ein neues Update. Ich weiß jetzt nicht, ob das Problem jetzt behoben ist, wenn man hier eine lokale Maske erstellen will. Also bei mir war halt das Problem, dass er sich dann aufgehangen hat. Werden wir gleich sehen, ob dem jetzt auch wieder so ist. Mal schauen. So, die Lichter, die werde ich erstmal auf jeden Fall nach unten ziehen. So, mal schauen, wie weit. Ja, so sieht es ganz gut aus. Machen wir mal glatte Werte, 65. Ja, damit wir das auch gleich vergleichen können. Die Schatten, würde ich sagen, die müssen wir gar nicht so weit. Machen wir auf 25. So, dann intelligenter Kontrast. Den werden wir natürlich auch mal hochziehen. Mal schauen, inwieweit sich das verändert. Ich würde schon fast sagen, nach unten regeln sieht irgendwie besser aus. Ja, wir stellen es mal auf 30. So, ich würde sagen, schauen wir mal, ob es ins Wärmere oder ins Kältere. Ins Kältere sieht etwas besser aus, finde ich. Machen wir mal auf so 10. So, Schwarz- und Weißtöne. Schwarz sind wir schon recht weit unten. Schauen wir mal, ausbrennen tut hier nichts. Ja, mit J kann man das hier ein- und ausschalten. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal Weißtöne, inwieweit wir da hochgehen können. Könnte ich sogar volle Pulle machen, aber das wollen wir natürlich nicht. Ich würde sagen, so auf 15. Schwarztöne. Schauen wir mal. Ah, da kommt es dann. Da würde ich auch sagen, so 15. Und jetzt haben wir hier natürlich auch das Problem, dass das hier doch recht duster ist.
Machen wir da tiefen, die heben wir hier noch mal ein bisschen, doch ein bisschen weiter an. Auf 50. Kriegen da jetzt natürlich auch ein Bildrauschen rein, obwohl es hält sich noch in Grenzen. So, dann machen wir weiter mit Struktur. Menge stelle ich mal auf 15. Und wir zoomen mal ran hier auf den Fernsehturm. Und dann schauen wir mal. Ja, da kommt schon was. Auf 40, würde ich sagen. Ja, Farbe werde ich erstmal außen vor lassen. Details. Schärfen werden wir mal auf 60 setzen. Ich werde hier jetzt auch keinerlei Programme von Topaz, die Noise oder Sharpen AI oder sowas anwenden. Ich werde das jetzt hier auch mal versuchen, mit dem programminternen Bildrauschen zu entfernen. Schauen wir mal, was da möglich ist. Also die kleinen Details. Ah, da sieht man schon, da geht es natürlich dann mächtig ins Rauschen. Machen wir mal auf 10. Mittleren Details. Ja, machen wir mal auf 5. Und die großen Details, die brauchen wir gar nicht viel. Machen wir nur auf 2. War das hier nicht auch so wie bei. Ne, hier kann man gar nicht sehen, ob der das jetzt. Was der schützt und wo der schützt. Das lassen wir dann einfach mal. Oder machen wir mal auf 50 und dann gucken wir mal, ob wir da was sehen. Ne. Lass mal das einfach weg. So, Bildrauschen entfernen. Das müssen wir jetzt natürlich machen. Farbrauschen stellen wir hier auf 25, so wie es standardmäßig auch bei Lightroom ist. Und jetzt gucke ich mal ein bisschen näher ran hier. Ich bin ja so scheel. So, auf 35. Ja, so ganz weg ist es da immer noch nicht. Ja, gehen wir mal bis 40 hoch. Dabei belassen wir das dann aber auch. So, dann Landschaft. Dunst entfernen werden wir auf jeden Fall einsetzen. Machen wir auf 15. So, goldene Stunde können wir jetzt mal ein bisschen versuchen reinzubringen. Natürlich nicht so viel. Und mal auf 10. So, Grünverbesserung, ich weiß nicht, ne? Also da stehe ich nicht so drauf, weil das wirkt halt sehr künstlich. Deswegen lassen wir das weg. Eine Vignette werden wir aber auf jeden Fall einfügen. Weiche Kante. Ja, erstmal müssen wir hier die Menge. Machen wir mal auf minus 40. So, dann halt wie gesagt weiche Kante. Machen wir mal raus. Die Rundheit, die machen wir ein bisschen flacher. So, und dann die Größe werden wir auch. Also Thema auswählen ist dann halt der Fernsehturm. Na, komm schon. So ungefähr. Größe haben wir ganz klein. So, und dann weiche Kante machen wir voll rein und dann die innere Helligkeit werden wir dann hier so auf 20 setzen. So, das Ganze versuchen wir jetzt mal mit einer lokalen Maske. Eine grundlegende Maske. Mal gucken, ob es jetzt halt funktioniert oder nicht. So, Verlaufsmaske. Die ziehen wir dann mal hier rein. So ungefähr. Und dann werden wir hier auch mal die Lichter abdunkeln. Das dauert schon ein bisschen, bis er da kommt. So, dann. Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Die Belichtung werden wir hier noch mal einen kleinen
Ticken runterziehen und die Temperatur noch mal ein bisschen mehr ins Blaue. So, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Dynamik und Sättigung lassen wir raus. Da machen wir gar nichts mehr. Auf jeden Fall funktioniert es. Gut, das wäre dann halt mein Ergebnis mit Lumina. Ich finde, also das machen wir hier mal aus. Ich finde, das sieht halt alles ein bisschen sehr bunt aus. Und man könnte jetzt hier natürlich mit HSL und sowas gegensteuern, damit das Grün nicht so kitschig grün aussieht. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal in Lightroom an. So, ungefähr merken, was wir da gemacht haben. Hier ist dann, wie gesagt, das besagte Bild. Wir sind hier auf minus 10 gegangen. So, dann, jetzt muss ich da natürlich oft vergleichen. Belichtung habe ich da so gelassen. Lichter auf minus 75 und Schatten 50. Also minus 65 und Tiefen auf, nein, nicht weiß, Tiefen auf 50. Wir werden das jetzt halt mal genauso aufbauen. So, dann, was haben wir gemacht? Weißtöne auf 5, plus 15 und minus 15. Also weiß plus 15 und hier minus 15. So, dann, was haben wir als nächstes? Gehen wir auf Struktur. Da haben wir auf 15 gesetzt. Verstärken haben wir hier natürlich nicht. Struktur setzen wir hier auch also auf 15. So, ja, Kurve habe ich da auch nicht eingestellt, also machen wir es hier auch nicht. Details, wir haben das auf Betrag von 70 gestellt. Nur, dass ich das hier halt vernünftig ausmaskieren kann. Was wohl scheinbar bei Lumina so nicht geht. Falls es gehen sollte und ihr wisst das, könnt ihr das gerne in den Kommentaren reinschreiben. So ungefähr. So, Optiken und sowas habe ich jetzt hier natürlich auch nicht gemacht. War da ja irgendwie nicht ersichtlich, dass das da funktioniert. So, was haben wir noch gemacht? Details haben wir, Bildrauschen. Das haben wir auf 40 gestellt und das ist auf 25. Also Bildrauschen unter Details. Also auf 40. Ja, schauen wir mal hier. Ja, ein bisschen Rauschen ist da noch drin, aber es geht eigentlich. Aber hier muss ich sagen, sieht das Grün schon wesentlich realistischer aus als wie bei Lumina. So, jetzt machen wir hier auch den Verlauf rein. Jetzt ziehen wir den etwas tiefer, weil die Maske irgendwie anders hier positioniert ist. Wird das jetzt nicht ausrichten, das Bild und sowas. Das brauche ich jetzt hier nicht unbedingt. Ja, das kann man dann halt machen, wenn man das wirklich braucht. Lichter habe ich auf minus 54 und 61. Also 54 und 61. 54 und das haben wir auf 61. Ja. So, so sieht dann hier in Lightroom das Ergebnis aus. Ja, wenn man das mal vergleicht, ich werde das jetzt hier mal exportieren. Exportieren, auf Festplatte exportieren, speichern. Und zwar unbenannter Export. Das aber bitte als TIFF-Datei. 16 Bit, keine Kompression, ist okay.
Und dann ziehe ich das jetzt mal in Lightroom rein und wir werden das mal vergleichen. Dauert aber lang. Ja. Gut, dann, wie gesagt, importieren wir das mal. Erstmal auf Bibliothek. Das markieren wir jetzt mal mit Farbe. Mit Farbe markieren. Wo war denn das hier mit Farbe? Farbe habe ich noch nie benutzt. Das ist eine gute Frage. Aber wir machen hier einfach eine 4. Machen hier einfach eine 4 und dann ist das gut. Importieren. So, und zwar auf Standard haben wir das. Das ist das doch nicht, oder? Warum wir das Benutzer? Dann Schreibtisch, Desktop, Rosa. Da, Schreibtisch. Und da ist das Bild. Gut, das importieren wir dann. So, alle Fotos. Und dann werden wir das hier. Ah, da haben wir schon beide nebeneinander. Ja, also links ist wie gesagt Luminar AI und rechts ist dann halt das von Lightroom. Also ich muss schon sagen, das ist ein ganz schöner Unterschied, was da rauskommt. Ist das überhaupt das Bild? Weil hier fehlt das Tor. Naja, auf jeden Fall ist es ähnlich. Na, hier ist es wohl nur zurechtgeschnitten. Habe ich wohl nicht drauf geachtet. Ich hätte eigentlich das hier wohl nehmen müssen. Naja, ist nicht so tragisch. Ja, auf jeden Fall seht ihr halt den Farbunterschied. Ja, das ist halt mit diesem Enhanced und intelligenter Kontrast, ja, was da den großen Unterschied, denke ich mal, macht. Ja, was man halt hier in Lightroom nicht so hat, kann halt auch mit Kurven und sowas arbeiten. Aber ich denke mal, man kommt nie wirklich so, außer man arbeitet mit HSL und so, an diesen kitschigen Farben ran. Also so finde ich es zumindest. Ja, also ich finde das schon fast wie ein Gemälde. Also nicht mehr wirklich realistisch. Im Gegensatz zu Lightroom. Aber das ist natürlich eine Geschmacksfrage. Ne? Jeder sieht das halt anders. Man kann mit Sicherheit in Lumina das auch so anpassen, dass es einigermaßen realistisch aussieht. Aber ich finde es halt ehrlich gesagt, wenn man nur mit den normalen Standardreglern arbeitet, ein bisschen zu kitschig. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Wie gesagt, geplant war eigentlich was anderes. Wollte halt Sonnenaufgang fotografieren gehen an einem schönen See und danach dann halt auch ein bisschen fliegen. Aber so habt ihr jetzt einen Vergleich von Luminar AI und Lightroom. Ich denke mal, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Das soll es dann gewesen sein. Sag danke fürs Zusehen. Noch eine Bitte. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen, weil 90% der Zuschauer, die haben kein Abo. Ja, also das würde mir auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Auch einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Ja, ob es Kritik ist oder Positives. Ich nehme alles. Ja, ich muss natürlich auch noch viel lernen. Also von daher, bitte, bitte. Dann noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Bye bye.